Alles gut, Valera. Sitzplatz gefunden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Musik, der Literatur und der bildenden Kunst, ich darf Sie im Namen des Verlages 3.0 sehr herzlich heute hier willkommen heißen. Mein Name ist Peter Groß, ich bin Autor des Verlages 3.0 und darf Sie heute ein bisschen durch das Programm führen. Wie Sie wissen, ist dies eine Benefizveranstaltung. Das heißt für Sie als Publikum zunächst einmal, dass Sie zwar umsonst reingekommen sind, dass wir aber am Ausgang sehr höflich um eine Spende bitten. Nämlich für eine Spende für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar. Ja, erstmal soweit. Dass ich hinterher noch ein paar Dankesworte loswerden will, ist klar, aber ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder den anderen unter Ihnen gibt, die nicht Bescheid wissen, um was es sich bei dem Projekt Balthasar handelt. Aus diesem Zwecke darf ich das Mikrofon weiterreichen an eine gute Freundin und Kollegin des Verlages 3.0 und meine herzliche Empfehlung. Die wird uns ein bisschen über dieses Projekt weiter erzählen, damit wir auch die Leute schreiben. Monika Holstein, das ist so gut. Thank you.
Ja, dann gleich. Jetzt hast du mir schon die Hälfte meiner Moderation weggenommen. Ja. Also, die Obligatorische Dankeschöns von Seiten des Verlagers gehen selbstverständlich zuallererst an Christoph Schemmel, den ich gleich noch etwas ausführlicher vorstellen werde, der aus seiner heutigen Gage zu 100% verzichtet. Zum Zweiten geht es hier an die lesenden Autoren, Christian Dönemann und meine eigene Wenigkeit, Peter Drossi, auf ihren Leserhonorar verzichten. Der Dank geht des Weiteren an Max List, den Inhaber von Janus in Viersen, der diesen Flügel kostenlos zur Verfügung gestellt hat und nur gerade Transportkosten berechnet hat. Der Dank geht des Weiteren an Bilfinger, Profimied, die die Beschulung freiwillig gestellt hat. Dann natürlich, Monika hat es schon erwähnt, der Verlag 3.0 mit seiner Gegenwart ist mehr, was diese Veranstaltung weiß, die von allen heute verkauften Büchern 5 Euro spenden. Und ja, mit der Künstlerin dann hat der Monika das schon erwähnt, dass von allen heute verkauften Werken 10% gespendet. Ich soll auf die Bücher hinweisen. Nein. Ich will dir auch nicht vorgreifen. Ja, Entschuldigung. Der Dank geht natürlich last, aber sicherlich liest an den Inhaber der Galerie, Times Art, Herrn Wolfgang Michel Fischer, der diese Räumlichkeiten natürlich umsonst zur Verfügung gestellt hat und die Spende, die der Künstler noch ergibt, unterstützt. Vielen Dank. Es kann wieder sein, dass Ihnen das eine oder andere, was heute Abend wohl mir ganz gut gefällt. Da gibt es die Bücher, CDs, die Zorge, wo der Christoph hat auch was aufgebaut. Und ich denke, alle drei, die heute hier tätig sind, werden auch sehr gerne persönliche Mitgrube verteilen, soweit das gewünscht ist. So, genug der Vorrede. Jetzt aber zum Programm. Und da ich mal hier stehe, schlage ich vor, fang einfach an. Ich habe für den heutigen Anlass ausgehend und ich mache für dieses und dieses aus eine kleine schräge Szene ausgewählt, die im Ortsteil Hafen spielt. Nun gehe ich davon aus, dass nicht viele von uns mit Ihnen jemals im Ortsteil Hafen gewesen ist. Deshalb bitte ich Sie, sich das kurz vorzustellen. Wir stehen auf einer 10, 15 Meter hohen Düne. Zur Linken das offene Meer, Blickrichtung 270 Grad oder 30. Offene Meer, irgendwo dahin kreisen diese riesigen Schiffe, die darauf warten, dass ein Anleger das im Hafen frei wird. Der Hafen ist rechts, dieses fast unübersehbare Gebiet, das ist das 50 oder 55 Kilometer lang ist, mit seinen Kähnen und Aufbau und Schiffen, die gerade gelöscht werden und die Menschen wohnen da drin. Es ist schon eine sehr beeindruckende Kulisse. Vor uns rechts zwei Fahrrinnen, klar, eine rein, eine raus. Und wenn die Schiffe, Luftlinie 10, 12 Meter an einem vorbeifahren, muss man wirklich so hoch, wenn man da oben diese Kommandobrücke sehen will. Also das Ganze ist sehr beeindruckend. Genau dort spielt diese kleine Szene, die ich Ihnen vortragen möchte. Vielleicht noch zum Verständnis mit dem Hinweis, dass es in der Tat eine Zeit gab, in der es verpönt war, in einem VW-Bus CD zu werden. Ich muss erklären, was es geht. Erzählen tut dieses Buch der Musikjournalist Felix Mendelssohn, den IMS in der Mitte,
der befindet seinen besten Freund Arthur Conwell eben in diesem Guantanamo-Hafen. So, dann habe ich erschienen, das aus seiner Sicht. Und dann plötzlich ein Knall, frisch mit der Wind auf. Und innerhalb einer Minute war die Sicht klar und weit. Nun konnten wir das Dutzend Schiffe sehen, das in einer Entfernung mit Reise drehte und auf irgendetwas wartete. Ein Tanker, groß wie ein Berg, wurde gerade aus dem Hafen gestürmt. Musik, rief Arthur unter allem nichts außer sich. So Auge war er geworden, Urmensch, der er eigentlich war. So klein fühlte er sich im Angesicht der Elemente und der Größe um uns herum. Wir brauchen Musik! Er lief zu Corvinus, kramte eine Kassette hervor, stellte den Rekorder an und schob das Band hinein. Kurz darauf ertönten die ersten Laute eines mir unbekannten Stückes. Ich stand noch und blickte dem Kreis erwartenden Schiffe entgegen und der Windtüte im Haar. Ein Klavier begann in einem geheimnisvollen Rhythmus, ein halber Schaffel, ein halber Boogie. Ein Schlagzeug fiel ein, mit Besen gespielt. Es klang, als fehlte eine Lokomotive, eine lange Reise. Dann ein Basso. Schöne, warme, getragene Töne anregt. Die Andeutung eines Themas wurde gespielt, mehrere raffinierte römische Struktur auffallend. Und ich stand noch immer und beobachtete die Schiffe und ließ mich lernen von der Musik. Und dann das Solo. Ein Saxophonist hatte sich dazu gesellt und spielte es. Und ich war sofort von seinem Ton in Besitz ergriffen. Satt. Sonor, kräftig. Und trotzdem ein wenig traurig oder melancholisch. Ach, was ein Sound. Und die Intensität, mit der er bereits die ersten Töne dargeboten hatte, steigerte sich noch. Auch der Schlagzeuger spielte nun lauter, ohne sein Motivgestammt zu unterbrechen. Der Pianist trug das Seine hinzu. Es war ein Groove in dieser Musik, der mich nicht unbeweglich auf dieser Bühne stehen lassen konnte. Immer noch beobachtete ich die Schiffe, als ich begann, mich zu dem Rhythmus zu bewegen. Und was für ein Solo. Der Saxophonist deckte alle Karten auf. Er verschwieg nichts. Er offenbarte seine Seele. Er zeigte sein nacktes Ich. Immer aberwitziger Improvisationslinien verließ sein Instrument. Immer wilder und schneller wurde die Reise. Und dann löste sich das Geschehen in einem hohen Ton auf. Ein Schrei, ein Gebet, eine Konzentration auf das Wesentliche, ein Anderssein. Das Thema wurde noch einmal wiederholt und kurz darauf beendete das Dampfrock-Schlagzeug dieses sensationelle Stück. Noch einmal! Rief ich spontan und hatte die Schiffe vergessen. Diese Musik war größer als die Schiffe dieser Welt. Noch einmal, ich muss mich bewegen, ich werde etwas tun zu dieser Musik. Ich will tanzen. Arthur sprang die Kessel zurück und kurz darauf kam das Stück von vorn. Dieser eigenartige Rhythmus legte sich auf mein Leben. In der Ferne hupte tief und gewaltig ein Schiffssirene. Der Wind saß außer. Die kleinen Boxen im Arthurs Horribus mussten eine Überleistungsgrenze angekommen sein, so laut war nun die Musik. Der Bass dröhnte, das Schlagzeug peitschte, das Piano rufte, das Saxophon tobte. Ich hüpfte rhythmisch durch den Sand, weil mir die Bewegung auf einer Stelle schon nicht mehr ausreichte. Und Arthur trieb es noch toller. Er hüpfte und sprang, während ich mich ruckartig durch den Sand bewegte, um mich herum wie der Mond um die Erde. Und das Solo kam und Arthur tat, als hätte er das Saxophon in den Händen und blase sich die Seele aus dem Körper. Seine Verwendungen waren Athletik. Dazu stieß er kleine Begeisterungsrufe aus. Wir bemerkten den Nerven mit nicht mehr.
Noch einmal, rief ich, als das Stück geendet hatte, und Arthur brüllte ein Da Capo in die Rotterdamer Hafenluft. Kurz darauf tanzte mir die Töchter satt. Ich liebte den Bassisten, der das Eingangssolo spielte, und mit lässiger, beinahe arroganter Miene hielt ich einen imaginären Bass in den Händen und zupfte an der Seite herum. Arthur stapfte über die Bühne wie eine Lokomotive, die einen neuen Weltrekord Geländegängigkeit vorstellen will, quer und hoch und taumeln und wieder fangen und herunter und quer. Bei den letzten Ton des Saxophonsolos, dieser Andacht, diesem Ruf nach Leben, schrien wir beide auf. Die Intensität des Tones musste uns nur fordern und zum Teil durch diesen Schrei unseren Körper wieder verlassen können. So ging es weiter. Längst hatten wir vergessen, wo wir uns befanden, obwohl der Sand langsam unsere Muskeln erblühen ließ. Immer wieder ging einer von uns zum Auto, spulte die Kassette zum Anfang zurück und drückte auf den Startknopf. Immer wieder hörten wir dieses Stück. Wir taumelten und hüpften und drehten uns und sprangen und zappelten und liefen und schlenkerten durch den Sand. Immer noch auf der Suche nach einer Bewegung, die dieser Musik gerecht werden konnte. Wir zogen unsere Jacken aus, da uns der Schweiß am Körper lief und danach die Schuhe, die ohnehin voller Sand waren. 10-mal lief das Lied, 12-mal, 14-mal. Unsere Bewegungen wurden langsamer und schwerfälliger, aber unsere Begeisterung war ungebrochen. Wir zogen die Pullover aus, die von unserem Schweiß zwar jetzt ganz schwerer geworden waren, dann die T-Shirts. 18-mal geht das Stück, 21-mal, 22-mal, 23-mal. Und als wir uns kaum noch bewegen konnten, weil unsere Körper uns kaum noch trugen, nahmen wir die Hand des anderen, um uns zu schützen. Wir redeten dummes Zeug, riefen hin und wieder enthusiastische A's und O's aus und hielten uns an der Schulter des Gegenübers fest, da die Hand als Stütze nicht mehr genügt. Und endlich, es mag nach dem 25. Mal gewesen sein, war die Kraft am Ende. Wir umarmten uns halbsuchend, aber vergebens und stürzten eng und schon in den Sand. Wir rollten noch ein Weile die Tür hinab, mitten in diesem wundervollen Saxophon-Solo und blieben am Fuß des Sandhügels völlig erschöpft und schweißgebadet, aber maßlos glücklich hin. Unsere Hände hielten sich, wir atmeten schnell. Ich fühlte Sand zwischen den Zähnen. Und noch einmal erreichte der Saxophonist seinen letzten Ton, jubilierte, schrie alles aus sich heraus. Da rührte ein Schiffsgewebe los. So laut, so alles erstickend und niederdrückend, dass Arthur und ich zusammenzucken und vor Überraschung halbe Laute aufstießen. Und da standen wir auch schon und sahen dieses Ungetüm an. Diesen Koloss, der an uns vorbeischaut. Ungläubig legten wir den Kopf in den Nacken und 50 oder mehr Meter über uns winkten uns ins Gelände zu und wir lachten und klatschten in die Hände, als gäben wir Applaus und winkten zurück und riefen gute Reise und Mast und Schurbruch und lachten weiter und riefen Where are you going to? Aber niemand antwortete uns und wir gingen. Und noch einmal brummte die Sirene des Tankers wie ein schlaftrunkener Riese. Ich spürte die Tiefe des Tons in der Wagenhöhe. Und noch einmal rief Arthur, gute Fahrt. Und mir wurde schwindelig und ich hielt mich an ihm fest. Und er hielt sich an mir fest, weil ihm womöglich auch nicht gut war. Und umarmte wie ein Paar, das auf einer Südseeinsel mit Sonnenuntergang entgegenschaut, standen wir am Rand der Fahrrinne, die dieses Schiff auf das offene Meer leitete. Und sah uns langsam und leise an uns vorbeifahren und fast unmerklich die Meter bis zum Aussehen klopfen. Die Musik war nicht mehr zu hören. Und als wir uns endlich sammelten und die Bühne wieder erklommen, sahen wir sofort nach der Essen im Körper. Bandsalat, sagte Arthur, die ist hin. Und erst viel später am Abend, als wir schon jetzt wieder in unserem Holzhaus einmal auf die Schacht saßen, fiel mir die Frage ein, wer dieses Stück gespielt hat.
Jas war van Hofsberg face to face, antwortete Arthur mit dem Saxophonisten Ernie Watts. Erstaunlich, sagte die Frau, die Gruppe eines Pianisten hat kein Solo in diesem Stück. Er hat andere, sagte Arthur direkt nach diesem Get Down, in einem Stück, das Zahir heißt. Da spielt er mit verschiedenen Rhythmen herum, dass er das auch reicht. Das Leben eines Jazzmusikers, der eigentlich immer Tag und Nacht aktiv ist. Die meisten Konzerte sind nach 9 Uhr, 8 Uhr, dann ist es dunkel. Heute ist es wunderschön bei Tageslicht. Das Stück heißt Night and Day und es ist komponiert vom großen Cole Porter. Das Stück ist allerdings auch von einem Geburtstagskind, das dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiern würde. Frank Sinatra wird dieses Jahr 100, im Dezember allerdings erst, aber irgendwie ist dieses und das nächste Jahr, das werden die großen Sinatra-Jahre. Auch er hat Night and Day sehr oft und wunderbar interpretiert. Also jetzt auch in seinem Sinne, Night and Day.
Und ich mache es mir auch ein bisschen bequem. So, passend zu dem sommerlichen Wetter. Ich weiß gar nicht, was ich spielen soll. Ich habe so viele schöne Stücke mitgebracht. Man bekommt bei dem Wetter so ein bisschen Lust auf Brasilien. Ich habe ein wunderbares Stück mitgebracht von Marcos Valle. Das ist ein brasilianischer Bossa Nova-Komponist. Das Stück und der Titel werden nicht passen. Das ist The Summer Samba. Summer Samba.